Okay, wir treffen dann mal die drei mächtigen Piratenanführer wieder. Die sollen uns jetzt helfen können. Ich bin gespannt, welche drei Prüfungen die für uns haben. Was die neuen drei Prüfungen sind. Oder ob es genau die alten sind. Schwertmeister, Idol, Schatz. Ich habe den Gouverneur getroffen und ich bin bereit, mich den Prüfungen zu stellen. Then it'll be their funeral, and all the more grog for us. Very well. With the governor's blessing, we shall begin the three legendary trials. Woohoo! Three devilishly difficult trials every pilot must undertake, inspired by the legend of Monkey Island. You must master the sword and the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Geil. You've been doing this for 33 years, and you're still as clueless as ever. I have a very short attention span. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and treasure huntery. And gather proof that you've done it. We prepared some documentation to help you on your way. And you can always ask us for advice. It's the least we can do for making the legendary trial so confoundingly impossible. Now your first task will be clearing away this accursed fog. Well, I can't see past his own beard out there. Well, if it's cursed fog you want clearing away, I happen to have considerable experience in that regard. There was a time at Sailor's Grave where all were weak. Oh, not the lighthouse story again. Get to the point. Very well. Ye must return to the Mojo Shop and lay your hands on a mystical brew to dispel that infernal mist. Is that how? We could have told a man, you dim-witted decoration. Everyone's a critic. Okay. Gut, dann reden wir mal mit ihm hier. In the three legendary trials, and you're still in one piece? Huh, I'm almost impressed. Erzähl mir mehr über die Beherrschung des Schwertes. First, get ye a sword. But don't think you can use any old blade. You'll need a mighty pirate sword, befitting the legend of Monkey Island. Ich werde trotzdem am Grund des Sees nach dem Schwert gucken. Das habe ich gelernt in Secret of Monkey Island. Das hat immer funktioniert. Now, you'll ultimately need to defeat the Swordmaster of Melee Island. Kala! Stand a chance without proper training. For that, I'd recommend seeking out the man who trained the legend himself. The formidable, the ferocious, the feared Captain Smirk. But the bridge to his place is currently out of commission, so good luck with that. Ich frage mich, ob da wieder der Brückentroll ist und ob er dem Brückentroll, also known as George Lucas, wieder einen roten Hering geben müssen. Okay, jetzt reden wir mit ihm. Nee, das wollte ich nicht, das wollte ich. Erzähl mir mehr über die Prüfung des Diebstahls. You can't just steal any old treasure and call yourself a true pirate. Okay, und weiter? We want you to procure a very special item. The same idol snatched by the legend of Monkey Island. Oh, was sind wirklich die drei Prüfungen? It used to be hidden in the governor's mansion, but now it's in the hands of a shifty ship salesman named Stan. Stan, geil. Ich freue mich. Ich find's richtig gut, das Spiel bisher. He uses it to lure curious pirates out to his business. The man's a born swindler, and all the threats and bargains in the world won't faze him. You'll need to make him think he's got the upper hand. Okay.
Was ist mit dir? Erzähl mir einfach mehr über die Schatzsuche. There must be someone in town who's willing to sell you one. Once you have a map, follow its instructions and use whatever means are necessary to find the treasure. But I should warn you, the instructions may require a little creative thinking to interpret. Okay, dann gehen wir doch noch mal zur Voodoo Lady. Und reden mit ihr darüber, wie wir den Nebel, der Mealy Island bedeckt, eventuell lichten können. Hallo, Voodoo-Mama. Do you bring news? Ich habe die Erlaubnis der Piratenanführer. You are undertaking the three trials? Excellent. Then you'll be needing this list. I have foreseen much that will aid you in the trials. Even in his slumber, Guybrush will be able to assist you. Return to me when you are equipped for the three trials. Without silver, you must use other means to acquire what you seek. Okay, danke, Corina. Das war... Okay, was hat sie uns da gegeben? Missionsgegenstände. Corinas großes Grimoire des mysteriösen Mojos. Wahrheiten warten im Inneren. Wie blätter ich das um? Okay. Keine Ahnung. Gut, dann gehe ich doch vielleicht. Sie hat gesagt, ich brauche dieses Mal andere Wege als Silber, um ans Ziel zu kommen. Aber ich gucke noch erstmal hier am Grund des Meeres nach einem Schwert. Wobei, warte mal. Bin ich doof. Wir haben doch, glaube ich, sogar ein Schwert. Wir haben doch unsere Waffen. Oder etwa nicht? Beim letzten Mal habe ich ja auch unnütz Gegenstände gesucht, die ich die ganze Zeit schon hatte. Echt? Haben wir diesmal keine Waffe dabei? Ah, okay. Gut. Dann gucke ich doch nochmal hier unten am Grund des Sees. Das kann ich nicht mitnehmen. Was mit dir? Nee, die kann ich alle nicht aufheben. Das ist aber doof. Ich hätte echt gedacht, dass das die Lösung ist. Guybrush fand sein Schwert ja auch im ersten Teil, genau da unten. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich doch nochmal zum Gemischtwarenhändler und mit dem reden. Aber ich rede erstmal mit dir, ob du eine Karte hast, eine Schatzkarte. Gold's no good to me. If you want to buy something, you need to cough up pieces of eight. Preferably not literally. Mein Münzbeutel ist leider leer. Könnte ich deine Karte nicht gegen irgendetwas eintauschen? A trade? I don't think so. The only maps in town that are more valuable than mine belong to the legend of Monkey Island. Maybe I could be convinced to accept a chart from one of the governor's adventures. That'd be worth a small fortune for me, and a map for you. The shelves in that old mansion must be packed with all kinds of treasures. Next time you're in the area, see what you can swipe. Okay, wir gucken mal, ob wir überhaupt in die Gouverneursvilla reinkommen immer noch.
oder ob wir da vorher wieder irgendwas erledigen müssen, bevor wir da reinkommen. Okay, die Gefängnistüren sind immer noch offen. Gut, hätte ja sein können, dass Otis schon wieder irgendwas angestellt hat, weswegen er im Gefängnis sitzt. Okay, schauen wir mal nach Guybrush. Mit Guybrush reden. No more autographs. Let me sleep. Guybrush beklauen. Okay, dann beklauen wir ihn doch mal. Schlüssel für Lagertruhe entdeckt. Okay. Welche Truhe ist die Lagertruhe? Nee. Das ist die Lagertruhe. Was haben wir da drin? Tintenfass des Kapitäns nehmen. Tintenfass des Kapitäns platzieren. Guybrushs Memoiren untersuchen. Es ist eine halbgeschriebene Chronik von Guybrushs Abenteuern. Du solltest wahrscheinlich mit dem Lesen warten, bis sie fertig geschrieben ist. Es gibt nichts, womit man schreiben könnte. Okay. Hier muss irgendwo eine Karte sein. Das ist ihr Ehebett. Da lagen die drei Affen, die so taten, als wären sie Elaine. Buch herausziehen. Kalligraphie für Anfänger untersuchen. Egal wie sehr du dich bemühst, es ist unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu erkennen, das in diesem Buch geschrieben steht. Okay. Was gibt's hier noch? Noch ein Buch. Böse Wortspiele für böse Piraten. Dutzende von Piratenwörtern, die einen erschauern lassen. Am besten stellst du das zurück, damit du nicht aus Versehen etwas davon liest. Da ist noch ein Buch. Leck den Silberlöffel. Eine Autobiografie. Eine Autobiografie. Geschrieben von jemandem, der offensichtlich an die schönen Dinge des Lebens gewöhnt ist. Was für eine Verschwendung guter Tinte. Was ist das? Untersuche der große Megalodon Nimmersatt. Es ist ein Kinderbuch. Niedlich, aber aktuell nicht nützlich. Da oben? Als ich damals LeChuck in die Luft jagte. Ein Bericht von Guybrush, der seine erste Reise nach Monkey Island beschreibt. Er scheint etwas darin versteckt zu haben. Am Buch ziehen. Guybrushs signierte Seekarte aufnehmen. Oh, das ist die Karte aus Monkey Island 2. Ist das nicht toll? Das ist echt toll. Diese kleinen Details. Und, also... Ja, es ist, wie nennt man das, Fan-Service, aber ich find's toll. Ich bin gerade richtig, richtig begeistert. Die bringen wir jetzt dem zwielichtigen Verkäufer an der Ecke. Guybrushs unterzeichnete Seekarte gegen Schatzkarte tauschen. Is that one of the governor's famous sea charts? Okay, you got a deal. The treasure map is yours. Nobody else wanted it anyway. Okay.
Schatzkarte aufnehmen. Missionsbuch aktualisiert. Okay, dann gucke ich mich da aber trotzdem nochmal um, was es da sonst so gibt. Da waren nämlich noch andere Bücher und ich will mir alles anschauen. Ihr kennt mich. Hier auf der Seite habe ich mich nicht umgeschaut. Buch herausziehen. Die großen Schiffsunglücke unseres Jahrhunderts. Ein umfassender Katalog berühmter Schiffsunglücke. Von der Mad Monkey bis zur Greasy Goose. Er sieht aus, als hätte man ihn schon lange nicht mehr gelesen. Buch herausziehen. Käse, die ungekürzte Geschichte. Ein kurzer Blick auf dieses Buch genügt, um zu sehen, wie gefährlich anstrengend sein Inhalt ist. Buch herausziehen. Wie man unsichtbare Tinte herstellt. Nutzlos. Jede Seite ist leer. Genau mein Humor. Was das? Ah, das hatten wir schon. Da oben. Wie man Bücherwürmer pflegt. Oh, ich habe gerade irgendwie so mega das Pappmaul. Ich müsste mal was trinken. Okay, nochmal anschauen. Wie man Bücherwürmer pflegt. Du kannst diesem Buch nichts entnehmen, da die meisten Seiten aufgefressen wurden. Okay, was haben wir da? Verlangen nach materiellen Dingen ablegen. Am besten stellst du das zurück. Du hast sowieso zu viele Bücher. Und das da? Berühmte Piratenzitate. Nichts über Flüche oder schwindende Vorräte. Bei diesem Buch wurde eine Menge ausgelassen. Und da was ist das? Käse. Okay. Gibt's hier irgendwo noch mehr Bücher? Irgendwas, das mir hilft. Nö, die kann ich nicht lesen. Nö, gut. Dann habe ich jetzt die Schatzkarte. Mal gucken. Hier, seht ihr, ich habe ein Schwert. Ach, ich kann die Schatzkarte gar nicht auswählen. Okay, ich gehe mir hier mal in den Shop rein. Zum Gemischtwarenländer. Hat er irgendwas im Angebot, was wir brauchen könnten? Kleidertruhe, Kosmetiktruhe. Der hat nur das Huhn. Ah, aber jetzt können wir das Gummihuhn auch kaufen. Das ist gut. Ich rede mal mit ihm, ob er irgendwie gegen irgendwas tauschen will. Hast du nicht irgendwelche Sonderangebote? As a matter of fact, I do. I'm trialing something I call Boscoff. Buy one, shipmates get one free. It's a way to encourage pirate crews to buy my wares. Jeder in der Crew bekommt also ein eigenes? Oh, you're a quick one, aren't you? You just reached out and hit that nail right on the head. Du scheinst mir zu großzügig zu sein. Haven't exactly been flying off the shelves. I'm sick of tripping over them every 5 minutes. I wish pirates still cared about the three trials. Then I could make some space in my storeroom. Wer ist hier der beste Kämpfer? Well, most folks would say it's the legend of Monkey Island, and maybe they're right, but I won't hear a bad word said about the Swordmaster.
She lives away out in the forest, though, so good luck getting to meet her. Könntest du mich nicht zu ihr bringen? Oh, well, the thing about that is, the main, you see, she and I mean, no, I couldn't. Now, are you gonna buy something or what? Hast du noch mehr Schwarzpulverlunden? Nope, I've been forbidden from selling them after the last bunch were used to organize a jailbreak. Now, who was it that just so happened to come along and buy all my fuses right before that happened? Oh, that's right, you! Das war nur Zufall. I should probably turn you over to the governor for treasonous behavior, but then I'd lose my only customer. Ich bin knapp bei Kasse. Bietest du zufällig auch einen Kredit an? Not unless you've got something real valuable to use as collateral, and I can already tell by your outfit that you don't. Was würdest du denn gern haben? But I do have a few spare notes of credit lying around. If you can get one signed by someone in good standing. Someone like the governor. We'll talk. Blanko-Gutschrift erhalten. Rüste sie in deinem Muni. Okay. Wir haben ja schon mal die Tinte des Gouverneurs gefunden, also Guybrushs Tinte. Jetzt müssen wir es nur hinkriegen, dass er die unterschreibt für uns. Aber er sagt ja schon immer, lass mich schlafen, keine Autogramme mehr. Also denke ich mal, es gibt nichts, womit man schreiben könnte. Wir brauchen eine Feder. Die Tinte haben wir schon. No more autographs. Let me sleep. Okay, wir brauchen eine Feder. Okay. Danach schaue ich mich in der nächsten Folge um. Bis dann.